Jetzt zeige ich einige Übungen zur Mobilisation des Oberkörpers. Wir nehmen wieder die Grundposition ein, gehen locker in die Knie, Hände auf die Hüftknochen. Und jetzt schieben wir den Oberkörper nach vorne, indem wir die Schulterblätter zusammendrücken. Und jetzt ziehen wir den Oberkörper zum Bauch ein und die Schultern fallen nach vorne mit den Ellenbogen auch. So, einmal seitlich, stehen in der Grundposition. Wir gehen rauf, indem wir die Schultern zusammendrücken und wir gehen zurück. So, das kann man dann einfach einige Male aneinander nehmen. Dazu kommt eine zweite Übung, sind wieder in der Grundposition. Wir schieben den Oberkörper einfach nach rechts und nach links. Und wir versuchen, das nur mit dem Oberkörper zu machen, ohne dass wir die Hüfte mitbewegen. Dafür ist es auch sehr gut, wenn wir in den Knien stehen bleiben, weil die ermöglichen uns diese Bewegung. Und diese zwei Bewegungen kann man jetzt aneinander hängen. Wir gehen jetzt nach vorne, dann gehen wir zur Seite. Wir gehen zurück, zur Seite und wieder vor. Und das kann man jetzt auch kreisend aneinander hängen. Zum vorne, seitlich, zurück, seitlich. Ich mache es einmal von der Seite.